Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Lost Ark. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Wir sind durch einen Zufall in unsere eigene Festung teleportiert worden, weil ich eigentlich in die Burg wollte und ja, zwei Lieder miteinander vertauscht habe. Somit habe ich gesagt, wir machen hier jetzt ein eigenes Video, wo es um eure, also meine eigene Festung geht. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist ungefähr mit der Mechanik wie bei WoW mit den Garnisonen zu vergleichen, die man ja aufleveln konnte. Und es ist relativ groß. Also wir haben, das ist die Map, wir haben hier verschiedene Stationen, Forschung, Expeditionsstation, Anwesenverwaltung. Hier können wir Dinge herstellen. Wir können übersetzen, da kommen immer wieder Boote. Da kann man dann reingehen und übersetzen auf den anderen Landstrich. Und ja, ihr seht, meine komplette Taskleiste ist weg. Ich habe hier Verwaltung, Platzierung, Garderobe, Fernsicht, Notenblatt, Reittier und Handwerk. Also total weird. Alles ganz anders. Da kommt wieder so ein Boot. Ich kann auch meiner Festung einen Namen geben. Er kann sogar geändert werden, das ist gut. Ich weiß aber nicht, welchen Namen, deshalb sagen wir jetzt einfach mal Dreamland. Passt halt mal überhaupt nicht, aber vielleicht doch lustig. So, Dreamland lassen wir. So, dann schauen wir das uns mal an. Willkommen, Abenteurerin. Ich bin ein Abenteurer, bitte. Ich bin ein Mann. Du bist eine Frau. Ich sage ja auch nicht Typ zu dir. Unfassbar. Gemäß den Befehlen von König Taren habe ich als euer Butler zu fungieren. Als eure Butlerin, bitteschön, ja? Mein Name ist Adeline. Es ist wahrlich eine Ehre, euch Königsritter dienen zu dürfen. Ich habe bereits... Falsch. Alle haben bereits auf euch gewartet, eure Lordschaft. Finde ich hier schon Sachen. Okay. Danke. Was ist das? Fährenrundreise Strecke 1. Gehe an Bord der Fähre und erkunde die schönsten Sehenswürdigkeiten der Festung. Die Nebenstraße zwischen der Hauptinsel und abgelegenen Inseln bildet das Highlight dieser Tour. Hauptinsel, Hauptinsel, Hafen, Nordhafen, Nebenstraße, Hauptinsel, Hafen. Wunderschön. Dann passt ja mein Dreamland-Name. So, wen haben wir hier? Ritter Jonathan. Welch Ehre, einem Königsritter zu dienen. Du musst dich normal bei mir verbeugen, glaube ich. Willkommen, Lordschaft. Zu euren Diensten. Ja, die hat wenigstens einen Knicks gemacht. Ja, habt ihr noch viel zu lernen, Jungs. Was ist das denn hier? Seid willkommen. so nett. Ihr seht, ihr seid genau die Person, nach der wir gesucht haben. Die Menschen dieses Orts, brr, ihre Herzen sind so rein wie das Wasser einer Quelle. Wirklich sehr nett. Brr, die anderen Freunde sind auch sehr nett. Heute ist ein sehr guter Tag. Ein Freund namens Felix hat, brr, etwas für euch vorbereitet. Durchlaucht, brr. Okay. So. Map. Bin ich, da bin ich. Lordschaft! Wow! Unsere neue Lordschaft! Herrje! Was ist denn das? Natürlich! Das ist unsere Lordschaft! Was muss ich hier machen? Warte, ist da noch ein Herz? Gebt unserem Land einen Namen, Lordschaft! Hab ich schon, Felix. Eine Festung ohne Namen würde doch höchstens Kokomo zulassen, nicht wahr, Lordschaft? Was? Sollte mich in der Festung umsehen, trage das Lied von Heim und Herd vor, um die Festung wieder zu betreten. Haben das alle gehört? Der Name unserer Festung lautet Dreamland. Wir sind nun die Bewohner von Dreamland. So heißen wir die Lordschaft willkommen.
Eins, zwei, bitte drei. Nicht. Ist nicht euer Ernst. Wow. So cool. Ein angenehmer Tag. Oh Gott, da passt ja der Name noch besser. So. Ich muss lobe, indem du per Chatbefehl Applaus in die Hände klatschest. Klatschst. Applaus. Dorothea herstellen. Verfügbar, nachdem Kauf neuen Werkzeugs erforscht ist. Okay, wir müssen, glaube ich... Ah, okay, wir müssen wieder zurück. Oh nein, bitte nicht noch ein Lied. Lordschaft, wie war unser Lied? Oh Gott. Ernsthaft? Ja, war gut. Nichtsdestotrotz bin ich hochzufrieden, dass ihr endlich hier seid. Ja, bitte. Woanders hin jetzt hier. Abenteurerin? In ein Abenteurer. Wie mir scheinen will, amüsiert ihr euch. Meine Festung hat jetzt einen Namen. Dreamland. Es ist tatsächlich ein Name, der Königsritterwürde gerecht wird. Ich teile das sofort den Bewohnern mit. In der Zwischenzeit, Lordschaft, warum bereist ihr nicht die Insel nun, da ihr sie getauft habt? Ihr könnt euch das ganze Herrschaftsgebiet ansehen, wenn ihr auf dem Leuchtturm steigt. Ja, dann machen wir das jetzt mal in der richtigen Reihenfolge, bevor wir irgendwas verpassen. Umsehen. Ja, sieht schon wie Dreamland aus. Das wär's schon. Da zu leben, würde ich nicht nein sagen. So, okay. Ui, 1000 Silber bekommen. Das ist ja toll. So, wo geht's hier runter? Okay. Ich habe bereits etwas vorbereitet, was dir die Erfüllung deiner Pflichten etwas erleichtern sollte. Werft bitte zuerst einen Blick auf eure Aktionsenergie. Ein Gespür für den Zustand eurer Festung verschafft euch der Blick auf die Aktionsenergie. Aktionsenergie ist eine Ressource für alle Festungsaktivitäten und sie wird an der unteren Bildschirmmitte angezeigt. Schauen wir uns für mehr Details noch den Bericht an. Aktionsenergie. Okay, wo soll die... Ah, hier. Okay, 15.000. Eine Ressource wird durch Forschung hergestellt... Ich hasse das. Schon wieder weg. Muss ich das jetzt machen? F5? Es steht euch frei, es euch jederzeit anzusehen, eure Lordschaft. Werde mein Bestes tun, um euch zufriedenzustellen, Lordschaft. Möchtet ihr nun vielleicht die Aktionsenergie ausprobieren, um die Festung zu verwalten? Gestattet mir zuerst, euch zum Labor zu führen. Wir können mit dem Boot im Hafen dorthin gelangen. Dieses Land bietet uns ein mildes Klima und reichlich Ressourcen im Überfluss. Mit genügend Engagement kann dieser Ort hier zur schönsten Gegend in ganz Luterra werden. So, wo bist du jetzt? Habt ihr das gesehen? Dies ist das Labor. Cookie hält sich hier für gewöhnlich auf.
Klickt im Verwaltungsmodus auf das Labor, um mit Pucki zu sprechen und die Forschung zu beginnen. Im Verwaltungsmodus habt ihr die Möglichkeit, viele Entscheidungen zu treffen. Integrierte Verwaltung, Festungsinfo, Festungsbeschreibung, Festungsinfo. Mit der Forschung fortfahren, bei Auswahl wird das Labor betreten. Auf neuen Werkzeugs. Festungs- und Platzerweiterung. Brauchte Zeit, 10 Sekunden. Die Ressourcen habe ich, Forschung. Werkzeugsforschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Und jetzt? Werkstatt. Ah. TP-Trank kann ich herstellen. Wow. Ist es viel. Gebäude, Rebenzaun, klein. Zeuge speziell, Bauernhof. Station. Ist noch nicht was benannt. Okay, da kann ich, glaube ich, meine Gefährten irgendwie auf Gefährtenmission schicken. Nutztierschutz. Du hast kein Schiff, das die Mission abschließen kann. Wow. Also da weiß ich jetzt wirklich noch nichts. Das ist jetzt schon wieder... Schiffsliste. Um Gottes Willen. Es ist ja Wahnsinn, hey, was hier alles drin ist in dem Spiel. Training. Wissen. Was muss ich jetzt machen? Nach Beendigung des Verwaltungsmodus. Verwaltung, Platzierung, geht noch nicht, Garderobe. Garderobe von Tyrane, was interessiert mich seine Garderobe? Was ist meine Garderobe? Kann ich dann machen? Nee. Das kapiere ich noch nicht so ganz. Eigentlich gar nicht. So, Labor. Werkstatt. So, hier oben habe ich das Anwesen. Effekte anwenden. In der Anwesensverwaltung wählst du die Form und die Einrichtungseffekte deiner Festung aus. Ich habe keine Effekte. Nee. Da kann ich leider noch nicht wirklich viel dazu sagen. Freischaltbares. Ich glaube, das dauert. Aber es ist gut, mal das gesehen zu haben. Aber ich kapiere überhaupt nichts. Komme ich da raus jetzt?
lassen. Ah, das brauchte ohnehin eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euch gleich darum gekümmert habt. Dank eurer Genehmigung für die Forschung wurden die Herstellungsplätze erhöht. Und der Werkraum kann nun mehr Aufträge bearbeiten. Die Herstellung auszuprobieren wäre auch eine gute Idee. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr es selbst versucht. Die ebenso tüchtige wie talentierte Dorothea ist die Herrin in ihrem Werkraum. Im Werkraum könnt ihr Kampfgegenstände, Nahrung und andere für eure Abenteuer notwendigen Gegenstände herstellen. Sowie verschiedene Einrichtungen, um eure Festung wunderschön zu verzieren. Ihr könnt direkt mit Dorothea sprechen, aber der Verwaltungsmodus ist dafür bequemer. Wenn ihr die Maus bewegt, während ihr die mittlere Mausrad-Taste gedrückt haltet, könnt ihr die Position des Verwaltungsmodus-Fensters anpassen. Ein Druck auf WASD-Tasten hat den gleichen Effekt. Ich werde euch etwas Zeit geben, euch mit allem vertraut zu machen. Warum versucht ihr nicht mal einen Heiltrank herzustellen? Verwaltung, Labor, falsch. War das Werkstatt? Nein. Wo war der Heiltrank? Doch schon. Wo war der Heiltrank? Hier. Kochen? Nein. Kampf. Ja. So, läuft jetzt eine Zeit oder verbleibende Zeit? Ah, okay. Ach so, für jeden 10 Sekunden, oder wie? Tatsächlich. Wir haben einen Gast, eure Lordschaft. Karls, der Lord des Wellenstrandes, hat uns ein paar Matrosen versprochen. Was soll ich denn jetzt machen? Verlassen. So. Hier haben wir jetzt eine Sache geschafft. Haben wir noch nicht geschafft. Dann auch noch. Mhm. Ja, okay. Das ist... ein eigenes Spiel, würde ich mal schon fast sagen. Eigenes Spiel im Spiel. So, warte mal. Hier wollte ich auf jeden Fall Sachen rüber tun. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert, für was das ist. Adepten. Hier. Ja. So, hier haben wir Bravour. Hier. Nee, falsch. Hä? Spurenleitung, verstärktes Sperrfeuer. Okay. Luftiges Omelette. Lassen wir hier. Festungsenergie. Oh Gott, ist das nicht.
Was soll ich denn wissen, was ich hier nehmen muss? Das ist doch der Wahnsinn. Superladung, nehmen wir das. Leistungsenergie. Welche Erleichterung. Ich war ein wenig besorgt um die Expedition, weil wir nicht genügend Matrosen hatten, aber Lord Moronto kam zur rechten Zeit zu Hilfe. Sie haben auch verschiedene Gegenstände mitgebracht, die für den Betrieb der Festung erforderlich sind. Da der Karren hier ist, können sie auch nicht weit sein. Lord Karls scheint sehr gütig. Danke, dass ihr den weiten Weg gekommen seid, Lord Karls. Sag mir, was hat es damit auf sich, dass das Königsritter eine Festung erhält? Karls Moronto kann eine solche Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Diese Matrosen, die ich vom Hafen mitgebracht habe, sollten eine große Hilfe sein. Lord Karls scheint sehr gütig zu sein, oder? Die Person, die gerade zu Besuch kam, war Lord Karls vom Wellenstrandhafen. Er wird euch eine große Hilfe sein, Fürst Takano. Dann werde ich nun die Expedition erklären. Die Expedition kann als Haupteinnahmequelle der Festung betrachtet werden. Dazu werden Matrosen auf Missionen entsandt. Expeditionen setzen voraus, dass zunächst Schiffe und Matrosen in der Festung registriert werden. Dazu müssen die Matrosenbewerbungsformulare im Inventar ausgefüllt werden. Diese Formalitäten sind leider notwendig. Schiffe und Matrosen, die nicht registriert wurden, können nicht auf eine Expedition entsandt werden. Nutze Piratenmünzen. Die Festung in einem. Drücke I. Effekte auf die Festung anwenden, indem du ein Gebäude und ein Outfit auf dem Platz legst. Aber ich hab hier also es tut mir leid, dass ich euch hier nicht irgendwie das besser erklären kann. Das ist für mich momentan gerade echt sehr erschlagend. Und so umfangreich habe ich mir jetzt, sag ich mal, dieses Garnisonssystem nicht vorgestellt. Und weiß leider momentan noch nicht so wirklich wie. Aber ist verfügbar, wenn du über einen färbbaren Skin verfügst. Ja, gut. Festungsausgang. Schauen wir uns mal hier das unten noch an. Heutiges Festmenü. Thank you.
Festungsstufe 10 einen Koch anheuern. Okay. Ach so, da kann ich gar nicht rein. Ah. Okay, also die Sachen sind noch gesperrt für mich. Tja, was soll ich jetzt machen? Eine notwendige Prozedur. Wähle das Labor am oberen Bildschirm an. Schließe die Erforschung des Baus der Bella Lucia ab. Ring 1. Wähle das Labor. Oh, sehe ich hier wieder nichts? Wähle das Labor am oberen Bildschirm an. Forschung des Baus. Hier. Ach, das ist ein Expeditionsschiff. Okay. Schiff habe ich gebaut. So, was muss ich jetzt machen? Wähle die Expeditionsstation ganz oben auf dem Bildschirm mit Hilfe von was? Expeditionsstation. Dann muss ich das auswählen und dann Missionsstart. Jetzt habe ich auch ein Schiff. Aber hier muss ich... Ah! Mannschaftsinformation. Betreibt Salzhandel in Julia äußerst penibel und gut mit Zahlen. Spezialisieren auf Belastung Eis. Dunkelheit. Zwei Matrosen, ein Tier. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die nicht freigeschaltet sind. Jetzt mal die hier. Geht nicht. Geht es? Leiter? Kann ich das jetzt machen? Mannschaftsliste. Dann automatisch machen. Okay. So, Missionsstart. Was kann ich bekommen? Eventuell Festungsexpeditions-EP, Piratenmünze, Raid-Siegel. Kann bei Händlern gegen andere Dinge eingetauscht werden. Stein der Vorsehung. Bei Beziehungen oder Bestienherz. Das, der auf Raid-Expedition erhalten werden kann, kann bei Händlern gegen Raid-Siegel eingetauscht werden. Okay, Missionsstart. Wie lange braucht es? Okay. Ganz kurz. Missionsergebnisse. Okay. Ah, okay, alles klar. Das sind jetzt sozusagen meine Missionen, wo ich meine Matrosen kann aber nur eine Mission, die auf eine Mission schicken. Gärtenrebellen. Verdächtiges Grab. Nochmals verdächtige Grab. Automatische Formation. Und go. Dauert 2 Stunden. Die warte ich jetzt nicht. Zeitverkürzung. Habe ich sowas? Ja, mache ich jetzt nicht. Ich lasse das jetzt einfach runtertickern. So.
So, was muss ich jetzt machen? Entziffere, jetzt meine ich, kann ich dann auch wieder zur meiner Burg. Hoffe ich. Wolfpack, ja, das sind alles Sachen. Ich muss jetzt in der Burg wichtige Dinge abschließen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir beenden hier unsere eigene Festung, Dreamland. Es geht sicherlich, wenn wir hier nochmal sind, dann weiter, dass wir uns die ganzen Funktionen anschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Es war jetzt etwas schwierig eher, weil ich hier mit der ganzen Mechanik noch überhaupt nicht vertraut bin. Aber ich danke trotzdem, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid, wo es dann ganz normal mit der Hauptquest weitergeht. Danke und bis hoffentlich bald. Ciao.